楽しめそうじゃん。 I ain't never backing down. Come and step onto the left. For my city, for my town. I do whatever it takes. I'ma go and get the crown. Oh, oh, see the sights, see the sights, see the sights, see the sights, yeah. Yeah, yeah, let's go. Street Fighter 6. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Street Fighter 6 Video. Jupp, wir machen hier einen Arcade Run mit Ken Masters. Und ja, meine Skills mit Ken Masters sind jetzt nicht der Shit, aber für Arcade Run reicht es. Und da ich halt Sympathien habe zu den guten Ken Masters und ja, das ist so ziemlich der einzige Dude, den ich echt schätze. Daher, ja. Wollen wir loslegen? Und dann wollen wir erfahren, was mit seiner Story ist. Let's go! Große Foundation in Verdacht. Rechtswidrige Hilfe in Entwicklungsland zu leisten. Ken Masters in Nashell festgenommen. Ehemaliger nationaler Kampfsport-Champion ist nun Terrorist. Finanziert regierungsfeindliche Extremisten. Wenn man die Story noch ein bisschen tiefer erfahren will, es gibt ja Udon Comics, die ein bisschen vor dem Spielen, also vor den Stories hier, und die Weiterführung findet dann im World Tour Modus statt. Da bin ich mal auch sehr gespannt, was ich dort erfahren werde. Aber machen wir weiter. Foundation bestreitet Beteiligung. Masters tritt als Direktor der Foundation zurück. Ja, Johann Petrovic. Mann, wie erbärmlich. Ich wurde total verarscht. Who's behind the terrorist bombing? Questions surrounding the chat. The Foundation was just supposed to be doing a little support work. Ja, die Foundation sollte nur ein wenig unterstützende Arbeit leisten. Und dann hängt bei mir plötzlich Terrorismus an. My name was cleared. Mein Name wurde reingewaschen. Nochmal zur, naja, nice to know Sache. Es ist nicht mehr unser allseits beliebter Dante-Sprecher seit Devil May Cry 3, Ruben Langton, der seit Street Fighter 4 und 5 Ken Masters deine Stimme geliehen hat. Hier ist es Dave Mortega. Und ich finde, er macht einen sehr guten Job als alternder, ja, etwas älterer Ken. Deswegen ist das eigentlich gut, was er hier macht. Also, ich finde ihn ganz gut. Aber es wird nicht einfach alles wieder so, wie es ist. Es hat sich einiges verändert. My reason for fighting has been totally flipped on its head. Der Grund, warum ich kämpfe, wurde völlig auf den Kopf gestellt. Ja, deswegen hat er nicht mehr automatisch dieses Feuer. Gotta do this. Come on. Let's go, Alter. Das war guter Punish. Yeah. Ja, wie gesagt, ich mache recht viel Standardkram mit ihm. Aber wie gesagt, ich mag ihn einfach halt als Spaßcharakter spielen, da er mir Spaß macht. Oh Mann. Ich wollte es eigentlich mit einem großen Knall beenden, aber die Kombos, die ich versuche, ja, okay, werden wir bestimmt noch sehen.
Ja, und diese Victory Pose finde ich geil von Street Fighter 3. Wirklich geil. Für Ermittlung werde ich kooperieren, aber deine Hilfe brauche ich nicht. USA. Ah, da. Nach oben. Ich kann dieses Laufen nicht. Das müsste ich kurz mal gleich nachgucken. Ah ja, dieser Victory Post ist aus Street Fighter X. Aber wie gesagt, Ken macht hier wirklich Spaß, aber ich kann für mein Verhältnis nicht so gut Ken. Dafür müsste ich viel besser und schnell regieren. Hey, was geht? Gotta do this. Come on. Hope you're ready. Round one. Fight. Oh, das geht! Wow! Das geht, Alter. Wow. Ah, ich bin nicht so gut drin. Ah, ich muss auch ein bisschen ruhiger spielen. Ah, ein Truck. Let's go, baby. Naja, immerhin besser als sonst. Also, als nichts, besser gesagt. Okay. Jimmy! Jimmy, Baby! Ah! Jimmy! Gotta do this. Come on. Showtime!
Das geht. Oh Mann. Oh, das ist not good. Ja, das ist gut. Yeah, you can beat me. Ja, ich hab gegriffen. Komm, zieh mir so viel ab. Sehr schön. Yes. Come on. Yes. Halt die Schnauze und setz dich hin. Nee. Setz dich hin und halt die Schnauze. Genau. Let's go, baby. Okay, nice, nice, nice. Also der Special Move ist neu, also ich habe ihn so noch nicht gesehen bei Ken. Level 1. Ah, ich fall das Kontern! Egal. Ja, ich traue mich wenig, den EX zu benutzen. Aber der Big, der macht ja eigentlich gut Schaden, ne? Oh, Judy. Hallo, Judy. Yeah. Wow, das ist eine Combo? Das ist eine Combo? Das ist hardcore. Oh man. Okay, die letzte kickt mich noch. Jop, Sicherheits-Hadoken. Let's go.
Das war gut. Fand ich. Oh Mann. Das war gut. Das war gut. Komm schon. Das war smart. Okay, jedenfalls ist sie jedenfalls in dem Install sicher, dass sie Feuerbälle machen kann. Auch interessant für mich. Ba-ba-ba-ba-ba-bam. Ja, Shippo Jinrai Kiyakumo. Geil. Viel besser als in 4. In 4 hat er auch sowas ähnliches, aber das ist hier einfach Third Strike und Game Third Strike ist es schon. Hä? Basketball? Was ist jetzt los? Let's go, baby! Komplett. Schwer ist es nicht. Aber ich glaube, wenn man Perfect Parry alles machen will, dann kriegt man einen Bonus. Marisa. Ah. Let's go, baby. Stimmt, wie kann das? Aber dazwischen gibt's Lücken. Genau, Ken, that's right. Meiner! Ryu! Rippa! Yeah! Dalton, baby! Hallo, Dalton! Was geht? Lost in thought.
Keine Energie mehr. Yeah, that's right, baby. Oh, das war nicht gut. Sit down. Okay, das war eine gute Entscheidung. Yeah. Ja, er löst seine Probleme selbst, der gute Ken Masters. Zangief! Ah! Alles klar! Scheiße! Das war ein Fehler! Das war ein Fehler, ganz klar! Oh, Scheiße, ja! Und das ist Zangief, meine Damen und Herren! Fürchterlich wie eh und je! Meine Güte! Das war dumm! Ich dachte, ich komm ran. Let's go. Biff. Oh man. Gif meins Ernst. Yep, das war mir klar, dass ich ihn bei hier continue mache. Wow. We're not done, baby. Mann, das sieht cool aus. Okay, Zangief, let's go, Alter. Fuck. Ich muss sehr viel springen. Da muss ich Druck machen. Oh Mann. Zieht der Typ ab. Yeah.
Kommen in hart, Baby! So. Ja, natürlich. Point of interest ist JP. Well, well. If it isn't the former national champion. Fighting still makes Captain fühlt man sich noch lebendig, nicht wahr? Wahrhaft. Was meinst du, Ken? Warum vergessen wir nicht alles, was in Nyshell passiert ist? Lass uns noch einmal der Ekstase des Kampfes verfallen. Der gute Kaffee. Kann ich auch. How dead? Kannst du auch nicht. Ah, oh, das ist ein Griff. Jop. Wir beenden das. Sage ich nicht mit... warte. Solange ich nicht mit dir im Reinen bin, werde ich nie vorankommen. I can't move forward until I settle things once and for all. Na, ich kann nicht weitermachen ohne die Dinge einfach mal. Ja. Aber... what should I do? Was soll ich tun? Do I kill him? Töten? Mit meinen eigenen Händen? I just don't know. Moralisches Dilemma. Wir werden hier nicht erfahren. Na, was haben wir hier falls freigeschaltet? Bitte, bitte. Congratulations. Hey! Das ist ja ein Bild. Glücklicherweise spiele ich die beiden. Das ist ja geil. Ein Selfie mit Manon? Jodie, was machst du da? Ach ja. Da oben ist sie. Sakura! Aber wait. Das ist Street Fighter 5. Alles klar, gut. Alles gut. Kino Nishimura. Cooles Artwork. Ah, Street Fighter 5. Na? Ah, wieder Nishimura. Ah, schönes Bild. Elena, Makoto, Ibugi, Sakura, Kemi, Eliza und Chandi natürlich. Ah, Kemi. Ah, Super Street Fighter. Bengis. Super Street Fighter 2 New Challengers, wo Kemi die Zunge wahrsteckt. Okay, meine Damen und Herren. Dann wär's das mit dem Arcade-Run von Ken Masters. In, wie hier schon gesagt wurde, in Street Fighter 6. Ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst ein Like da und einen Kommentar. Und wenn euch nicht nur mein Street Fighter oder gar Fighting
Stealth-Zeug gefällt, hinterlass doch ein Abo da und ringel deine Glocke, damit ihr absolut nichts verpasst. Ja, und ich würde sagen, wir sehen uns dort wieder, wo der Kampf am meisten schmerzt. Und zwar auf der Straße. Reingehauen und hoch den Dom.